I decided to come to Nepal just because it was a shorter trek and it was supposed to be one of the most beautiful treks in the world. Yeah, and it was. Also der Annapurna Trek im kurzen Satz. Traumhaft schöne Landschaften, totale Gegensätze, unheimlich staubige Straßen und Wege, aber im Ganzen war es traumhaft schön. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr auf meinen anderen Trek. And every part of the trek. Mm-hmm. So we met a lot of interesting and nice people, younger people, older people. Exactly. With so many stories behind them. Like why were they doing this? It was different in every person. Und ja, wir haben uns einfach mega gefreut. Es war einfach Wahnsinn, dass wir auf 5.419 Meter, 5.416 Meter waren. Ich meine, ich kenne keinen von meinen Freunden oder von meinen Bekannten, der jemals so weit oben war. Ahnungslosen Blick nimmt mir keiner mehr an. Ob ich bleibe auf freiem Fuß, ob lebendig oder tot, wenn die Zeit bei Laune bleibt. Wir haben 3 Wochen, bevor wir weggeflogen sind, gebucht. Und anschließend sind wir um ca. 17 Uhr in Kathmandu angekommen. Das war unser erster Tag. Es war komplett dunkel. Wir haben keine Ahnung gehabt, wo wir sind. Wir sind mitten im Dunkeln gestanden. Ja, und dann haben wir das Glück gehabt, dass wir, wie wir das Visa geholt haben, einen Österreicher kennengelernt haben. Und der Österreicher hat uns dann quasi angeboten, dass wir mit ihm in die Innenstadt fahren können. Es war einfach eine komplett andere Welt in Kathmandu. Der megamäßig schlimme Verkehr. Alle Leute fahren kreuz und quer. Yeah, the traffic in Kathmandu was just chaotic. You know, in the States or in Europe, when you get stuck in traffic, you just stay there. You don't move. Kathmandu was just, everybody's smiling while they're doing it. So like, they're weaving in and out of traffic and they're just laughing and smiling and you're like, these people are insane. But they're just happy in general. Die Menschen sind total locker, haben immer Zeit. Seeing monkeys just like around in a park, it was very impressive. And cows. Und sind einfach mal in die Stadt irgendwie reingegangen und haben sich gedacht, ja, wir suchen das erstbeste Hostel, was wir finden. Also das Tibet Guesthouse, wir sind da reingekommen, wir haben einfach gleich noch einen Raum gefragt und gesagt, ja passt, wir kriegen einen. Tibet Guesthouse. Es war Kaltwasser in der Dusche. Wie ist die Dusche? Super. Derzeit ist die draußen immer gegangen. Wir sind dann einfach am zweiten Tag draufgekommen, dass wir einen mega geilen Rooftop haben, für uns alleine eigentlich, weil niemand weiß, dass es den Rooftop eigentlich gibt. Pashupatinath, it was an experience. I don't know how to say it in English, but change your life. The perspective of religion, going to Pashupatinath and see another perspective of death and how people mourn their death. This is
is our first time in Asia, so having being in touch with people from another country like India, Nepal, China. In Latin America, or at least in all America, I can say that we're all Catholic, or we do all believe in this, like, Jesus Christ story, that it's not has nothing to do with Hindu. Or Buddha. Or Buddha. So, just like seeing people from many religions just like gathered together, it's very surprising. Also auf der Suche nach einem Permit, halt, wenn wir am besten zum Permit-Schalter kommen. Dann haben wir dort Haufen Formulare ausfüllen müssen und Fotos abgeben und die Route aufschreiben, wo wir gehen wollen. Der zweite Tag war dann einfach, sind dann einfach noch darum geschlendert in Tamil. Das Essen in Nepal war einfach eigentlich der Wahnsinn. Perfekt. Also ob es Reis war, Spring Rolls war, Dalbad. Ja, und wir haben sie in einen Touristenbus organisiert, der uns nach Besisara bringt. Ja, haben wir dann gesagt, okay, am 5. Dezember, am nächsten Tag starten wir, schlafen noch einmal gescheit und dann geht's los. Los. Oh, scheiße, da rinnt's einer. Oh. Bissl, ja. Dann haben wir den Annapurna Circuit gestartet. Drei, vier Kilometer. Ich meine, es war schon generell schön, weil man dann im Hintergrund die weißen Spitzen gesehen der Berge, die weißen Gipfel. Ja, wir haben dann, keine Ahnung, ich glaube, wir sind 19 Kilometer gegangen. Und ja, es wurde natürlich immer schöner. Wirklich wahnsinnig schönen Fluss in der Mitte immer gehabt. Wir sind eigentlich immer durchs Tal gegangen. Typischen nepalesischen Brücken zu gehen, die auch super schön waren. Am Ende des Tages haben wir dann drauf gekommen, wir müssen auch richtig einen Berg rauf, eigentlich, so einen Hügel. Und ja, als wir diesen Hügel raufgegangen sind, ist uns ein Nepalese entgegengekommen. Und dieser Nepalese, es war der Ball. Und der hat halt zu uns gesagt, ja, wir sollen halt zu seinem Hotel raufkommen, weil sein Hotel ist das Beste. Mit dem besten Ausblick. Mit dem besten Ausblick, mit einer kältesten Bier. Ja, es war ein super Ausblick, es war so ein richtig schönes Tal, noch richtig tropisch. Und irgendwie sind wir dann ganz nett ins Gespräch gekommen mit dem Ball. Und der hat uns dann auch irgendwie mit seiner Karte gezeigt, wie wir am besten gehen sollen. Er hat die ganzen Tagesabschnitte, wie weit wir gehen sollen und wo wir übernachten sollen. Und die ganzen Tipps hat er uns gegeben und die haben wir sich eigentlich so gut wie möglich behalten. Haben noch ganz viel getratscht, einfach über die Unterschiede zwischen den Familien, zwischen der Kultur. Und ja, es war einfach total interessant zu sehen, wie die Leute ihr Leben angehen und wie wir unser Leben angehen. At the circuit, at the Annapurna circuit, was a lot of different history because you met the people who give you dinner, who let you stay at her home. So they always seem quite happy, like inviting you to come. Yes. You get caught up quite a bit in, you know, the Western world, acquiring things, whereas they just seem satisfied with what they have. For the most part, when you're up in the mountains, everybody's really happy. So, beautiful people, just great people.
so viele Wasserfälle gesehen. Zum Teil auch richtig hoch, wir haben welche gesehen. Der, also einer war, glaube ich, 150 Meter hoch. Zum Teil sind wir doch eigentlich meistens bei den Wasserfällen auch immer wieder Pausen gemacht. Am 7. November sind wir dann von Schiamsche losgegangen, war sehr schön, Richtung Tal. Aber dann haben wir auch irgendwie begonnen, immer wieder Leute zu treffen. Dann haben wir dann zum ersten Mal auch zwei Tracker getroffen. Zwei Amerikaner aus Kalifornien. Zwei Vater und Sohn, voll inspirierend. Die haben wir dann später auch nochmal getroffen in Prager. Die haben uns gefragt, was wir da essen, und da haben wir auch zum ersten Mal. Was haben wir zum ersten Mal gegessen? Wir haben zum ersten Mal dort Knoblauchsuppe gegessen. Vorbereitung auf die Höhe. Auf jeden Fall nach Tal war unser Tagesziel Darapani und haben dann dort ein ganz nettes Hostel gesehen. Also eine Call auf die Zeche? Nein, da war noch was. Das geht schon. Dann sind wir am Abend gesessen und gegessen. Dann wurde uns eine Frau neben uns hingesetzt. Das war die Elisabeth. Wir kamen in die Lodge und dann war noch ein Platz frei bei zwei jungen Männern. Dann denke ich, oh Gott, die werden mich wieder mit Englisch anbabbeln und ich kann ja nicht so toll. Am Anfang nicht gewusst, okay, spricht sie Deutsch oder nicht, auf einmal hat sie gesprochen. Er hat sich herausgestellt, dass sie ist Bayerin. Siehe da. Ich hab gedacht, sind es Bayern? Nee, ist mal Österreicher. Juhu! Eigentlich ewig lang mit ihr geredet. Sie ist 62 Jahre, macht diesen Track. Das war wirklich interessant. Wir hatten einen voll netten Abend. Ich hab mich richtig gefreut. Es war ein wunderschöner Abend. Wir haben uns total gut verstanden, super unterhalten. Ganz liebe junge Männer. Rufst du mich, dann lass dir sagen, Unglück trägt denselben Namen. Und nur meinetwegen stehst du nun im Regen. Am nächsten Tag sind wir dann nach Charme gegangen. Ja, es war ein irrsinnig harter Aufstieg. In Charme war irrsinnig kalt. In Charme, das war ein ziemlich cooles Gasthaus auch wieder. Wir haben da riesen fette Decken gekriegt. Auch. Im Endeffekt sind wir drauf gekommen, dass auch den ganzen Tag dort keine Sonne scheint. Also du stehst ja nur drauf, oder? Ja. Passt. Wegen dem Licht. Ja. Aber wir haben dort wieder zwei Leute kennengelernt. Den Dan aus den USA. Dann der Dovinder vom Dan the Guide, der war auch sehr cool. Wir haben den Kieran getroffen, einen nepalesischen Freund von uns. Oh man, we met in Charme. Auf jeden Fall haben wir dann ein ziemlich cooles Frühstück gehabt. We talked a little bit the night before, and then we had a really nice, like, breakfast. Im Endeffekt sind wir drauf gekommen, dass der Dan sehr viel reist, dass man seinen Job gut verbinden kann. Dass der Dan mehrere Fernwanderwege schon in den USA gegangen ist. Vor allem auch den Appalachian Trail, der im Osten der USA ist, der über 3000 Kilometer lang ist. I used to do a lot of long distance hiking, like 5 months on a trail. Luckily, my job gives me enough time off that I can do something like this. So I started researching what trails to do. The Mont Blanc was one, or just doing sections, like a 3-week section of maybe the Teora in New Zealand, but
after I read about the Annapurna Circuit, I was like, well, I can do that. That sounds like a good one. I'll do that one. Why should I do it? I'm just doing it. You know, it was so amazing, the experience or the opportunity to be in Nepal and walk in the Himalayas mountains. It's like these legendary mountains. The opportunity to be with somebody I love and at mountains and just relaxing and walking and smoking. And the land changes. I mean, you go up almost 4,000 meters total in difference from the start of the trek to the, you know, Thong La. So it changes so much. When I saw these both huge 1,000 meters up mountains. It felt like it was painted in the back. Ich habe in den Bergen immer ein sehr dankbares Gefühl. Ich bin total dankbar, dass ich das erleben darf, dass ich diese Berge erleben darf, dass ich in meinem Alter, ist nicht selbstverständlich, das alles noch so mitmachen kann und diese Höhe und diese Weite und diese Schönheit und diese einfach unaussprechlich Gefühle hat und wunderbar, wunderschön, ganz tolle Berge und Höhen, und ich wünsche mir, ich wäre jünger und ich könnte so ein 8000er besteigen. Du kannst nicht bleiben, musst immer reisen. Wir haben einen guten Ruf in schlechten Kreisen. An Schlaf ist nicht zu denken, Nat King Cole singt Blue Moon. Dass das nicht klar hat mit uns zu tun. Kannst nicht bleiben, musst immer reisen. Wir haben ein... You could see like all your surroundings with mountains, with wide, big mountains, and it was so insane. The landscape just changes, and you can tell that it's just completely different. And I mean, I just remember crossing a bridge, maybe an hour outside of Upper Pasong, and just thinking, this is amazing. Everything was just quiet. Nobody was there. And yeah, the landscape completely changed. So I think that was probably my favorite moment on the trip, because it was just the realization that things can change so quickly and be a completely different country in a matter of an hour. Namaste.
Ja, Manang waren wir dann eigentlich nur ganz kurz. Wir haben dort gegessen, geschlafen, sind gegangen. Und wir haben uns auch in Manang entschieden, dass wir keinen Rest Day in Manang machen, was sehr viele gemacht haben. Wir haben uns entschieden, dass wir den Rest Day in Leda machen. Und Leda liegt auf 4200 Meter. Und wir haben uns gedacht, dass dort die Akklimatisierung einfach besser sein wird. Im Laufe unseres gesamten Tracks haben wir immer wieder Porter gesehen. Das sind eben Nepalesen, die für die Tracker die Rucksäcke tragen. Die haben halt meist über 25 bis 30 Kilo am Rücken. Halt quasi um die Stirnbunden und so dran, das ist dann herum. Die fangen eigentlich an schon mit 16, ja. Zum Teil 14, 15, 16, offiziell dürfen sie erst ab 18. Und tragen das bis hinauf an den Pass. Und ja, das war halt ein Wahnsinn, das zu sehen, einfach wie sich die abschleppen. Die machen das jeden Tag. Der Weg Richtung Leda, da gab es schon so viele weiße, schöne Berge rundherum. Es war atemberaubend einfach. Es war wirklich atemberaubend. Und in Leda habe ich dann so ein kleines Gasthof gehabt mit einer Frau. Ja, unser Rest im Leda haben wir eigentlich damit verbracht, dort irgendwie die Aussicht zu genießen. Und tagsüber war eigentlich, wie die Sonne geschienen hat, war es eigentlich so schön dort. Diese große Stube in Leda hat so ausgesehen, glaube ich, wie eine Stube oder ein Haus im Burgenland vor 50, 60 Jahren. Knatternder Holzboden, ein alter Ofen, eine Glühbirne. Eine Katze, die irgendwo liegt, und die Leute sitzen einfach vor dem Ofen. Und es war einfach, ja, es war richtig gemütlich dort einfach. Richtig heimisch irgendwie. Ja, richtig heimisch, ja. Unseren Rest Day in Leda sind wir aufgestanden, in die Stube gegangen, und dann sind da ein Pärchen gesessen. Und der Typ halt vor dem Pärchen hat einen riesen Schnauzer gehabt einfach, ja? Einen riesen, richtig geilen Schnauzer. Mit dem in Churileda. So we were getting up because we were going to trek apparently to High Camp. And I felt like talking all the morning. Wir haben unser Frühstück bekommen. Das Frühstück wurde uns auf diesen Tisch von ihnen zwei gestellt. So these two amazing and truly sweet guys were sitting in front of us. Like I believe they just have arrived to that like home. Ja, die haben einfach beide so total eigentlich nett ausgeschaut. Ich habe mir so gedacht, ich hätte so gerne ein geiles Foto mit diesem Schnauzer.
Und dann sind wir zufällig ins Gespräch gekommen. Wir sind draufgekommen, es sind zwei Mexikaner. Wir sind dann wieder zusammengekommen und haben ganz, ganz viel geredet, auch wieder über Politik, Kultur, was unterschiedlich ist. Ja, was es einfach ausmacht. Warum sie den Track machen. And I was really frustrated because we at that time we will never got a place at High Camp. Das war richtig interessant, das war total nett, ein sehr nettes Gespräch. They were talking. But eventually I just joined in and it was amazing. So yes. Really cool. It was really cool. Was soll ich sagen? Es ist eine richtig coole Freundschaft entstanden. Und ja, wir haben uns immer wieder getroffen. Das war immer cool. Und ich habe mein Foto mit dem coolen Schnauzer bekommen. Passt rein, ne? Geht. Es gibt noch. Der wird da. Das große Ziel war das Highcamp. War dann so der letzte Punkt vor dem Pass. Der Tag, da hat man schon richtig gemerkt, okay. Von Leder weg, die Luft wird sehr dünn. Jeder Schritt bergauf eine Katastrophe. Ist einfach. Hätte man nie gedacht, dass es so arg ist. Ja. Ich habe dann versucht, langsam den Berg hochzugehen. Es ist immer besser gegangen, man kriegt einen Rhythmus rein. Dann sind wir in Torren Pedy angekommen. Wir haben auch gemerkt, okay, dort gibt es viele Leute, denen es nicht so gut geht. Wir haben auch viel gehört von Leuten, die abtransportiert werden. Viele Leute haben zurückgehen müssen. Altitude sickness is a really scary thing. I definitely was afraid of it when I was a kid and I was backpacking in Colorado. You could feel it just at the back of your head is what, you know, after talking with my guide, he said, well, I can feel that too. It's pretty normal to notice the altitude. The really bad one is when your vision starts to tunnel. It means your brain is swelling. That's bad. So never had that. The mountain's domain, and you need to adapt to their domain. You need to breathe different. You need to be at her height. I was not afraid of high sickness because we knew we had a guide and we had a lot of information just before getting to the very, very high. I also believe that it's a good thing that in Mexico we have high mountains, and I've been to high mountains before. So we took all the precautions to not be into this sickness. And acclimate. Take time to acclimate. That's smart. Aber wir sind dann von Torren Pedy von 4400 eine Stunde noch hochgegangen auf 4900 Meter High Camp. Das war so das letzte große Hostel vor dem Pass. Und dort haben wir die Lene kennengelernt. Eine Schweizerin, total lieb und herzlich. Und ja, aber dort haben wir gegessen und sind dann im Endeffekt schlafen gegangen. Und da habe ich richtig scheiße geschlafen. Es war ein Abend, den ich nicht vergessen werde. Zwei Stunden geschlafen. Und auf einmal höre ich was knattern oder knistern und so. Und dann sehe ich einfach mitten in unserem Raum in der Nacht eine Maus, die einfach unser Klopapier zerlegt. We woke up really early to do the pass. I think I was on the trail by like 5:30 a.m. from High Camp.
we have been here for 3 weeks now, and how is it going to be the other side? Like, how is life the other side? Because we have heard about the path and the path and the path and the path and the path, and we were not there. Der Weg zum Dorn und Abhaus war einfach wirklich gut. Trungwa Pass was... It's really intense because you can feel how thin the air is up there. Am I gonna cross it or not? Like, am I gonna be able to cross it or not? I was just like starting to get in a bad mood. I was tired, it was hard. Und der Pass war dann irgendwie ewig weit weg. Wir sind gegangen und gegangen und gegangen. Ich habe mir vorgenommen, Schritt für Schritt für Schritt, und genauso habe ich es gemacht. And like, you want to scream and shout and be happy, boy, you can't. You physically can't, because you'll wind yourself. Wir sind sehr langsam gegangen. Wir haben 3 Stunden vom Highcamp zum Torren La Paz gebraucht. Da vorne ist er. Ja. Hoffentlich. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Dann irgendwann auf einmal war man Bass. Und ja, wir haben uns einfach mega gefreut. Es war einfach Wahnsinn, dass wir auf 5419 Meter, 5416 Meter waren. Ich meine, ich kenne keinen von meinen Freunden oder von meinen Bekannten, der jemals so weit oben war. Ja. Ich bin gesprungen oben und wie ein junges Mädchen und habe mich total glücklich gefühlt. Und es waren Glücksgefühle. Und ich habe mich ganz, ganz großartig und spitzenmäßig und stark gefühlt. Arriving, actually, there was a guy proposing to her future wife. So it was so nice just like to get there and see this guy in his knees. And she was like, she jumped and they hugged. I got touched in my heart, so I was finally there, so I started crying, and I just cried and cried and cried, and then I couldn't stop. And then we hug and we say thank you for everything, and we thank the mountains, we thank the sky, we thank each other. For the effort, for the patience, for the love. See, yeah, I cried. It was very touching. I think that was, there's a tea house right at the top, and I think that was the best cup of ginger tea I've ever had. War einfach, da haben wir gedacht, okay, du hast das erreicht, du hast das geschafft. Und wir haben es gemeinsam geschafft. Wir haben das Gepäck hochgetragen. Wir haben da ganz viele Leute nach oben getroffen, die sich alle mit uns gefreut haben. Wir haben uns alle gemeinsam gefreut. Wenn man dann oben war, das war schon ein mega geiles Gefühl. Wir haben sich richtig gefreut. Aber wir haben uns gedacht, okay, wir bleiben jetzt 10 Minuten da, weil es ist saukalt. Schnell, schnell Fotos machen, schnell, schnell Videos machen. Jawohl, wir haben es geschafft, Alter! Das nächste kommt der Everest. Das nächste kommt der Everest, Alter! Und dann sind wir wieder runter. So schnell wie möglich runter, ja. Einfach. Und das Runtergehen war auch mega anstrengend, einfach. Wirklich, die ersten 1000 Meter sind wir runtergerannt, eigentlich. Und wir haben gewusst, das nächste Ziel ist Muktinath, das liegt auf 3800 Meter. Beim Abstieg haben wir noch irgendwie Kopf gekriegt, Unwohlsein.
Also Mukdenat war ein sehr cooler Start, ist auch richtig geil in den Bergen gelegen. Aber wir sollen unbedingt in Bob Marley Hotel einchecken. Wir haben ein Zimmer gekriegt, wir haben uns das Zimmer gehaut und wir haben zum ersten Mal, glaube ich, seit 10 Tagen oder 8 Tagen eine richtig heiße, geile Dusche gehabt. Also so richtig, so eine Befreiung von dem ganzen Dreck einfach abwaschen. Unsere komplette Kleidung war einfach voll dreckig, staubig, alles. Wir werden unser Zeug dort waschen lassen und wir fressen und trinken, was noch geht. Wir haben uns so gefreut, wir haben uns einfach so gehen lassen dort. Okay, machen einen Rest-Day dort. Das haben wir sich verdient. Genau, ja. Und dann haben wir einen Jeep genommen von Chomson nach Bokhara, der 8,5 Stunden gefahren ist. Und das war eine Strecke mit Schlaglöchern. Das waren Straßen, die in den Bergen hineingesprengt worden sind. Das war 8,5 Stunden Vollgas, irgendwas, irgendwelche Straßen. Ein Jeep irgendwie drüber gerattert. Ich glaube, der Fahrer ist kein einziges Mal über den zweiten Gang drüber gekommen. 8,5 Stunden Chaos mit mega lauter Musik. Der Typ hat einfach so laut Musik gehört. Auf jeden Fall sind wir dann um 7 am Abend. War es auch wieder dunkel. Es war genauso wie in Kathmandu. Angekommen. Mitten in Bokhara, keine Ahnung, wir wussten noch nicht, dass Bokhara so groß ist. Und sind einfach rausgeschmissen worden so. Und ich dachte, okay, aber da schaut's, da ist ein Hotel, geht's raus und fertig. Also Bokhara ist eine Stadt mit einem riesengroßen, schönen See. Wahnsinnig chilliger Ort. Wieder über den Hügeln im Hintergrund spitzen sich die Berge, die Gipfel, die Gletscher. Und es ist halt ziemlich touristisch, aber einfach schön, richtig schön gemacht. Und wir haben auch gehört, dass eben dort wieder die Mexikaner dort sind. Und dass zufällig unser US-Freund, der Dan, dort ist. Wir haben dann einfach ein geiles Hotel genommen und haben gedacht, okay, scheiß drauf. Wir nehmen uns ein Hotel für $25 pro Nacht, für uns zwei. Wir haben gutes Wi-Fi gehabt, warme Dusche. Wir haben einen richtig geilen Ausblick gehabt auf den See. Und wir haben dort voll entspannt. Ja, es war eine super Zeit in Bokhara. Wir wären gerne länger geblieben. Dann haben wir so einen Abend gehabt, da waren wir alle gemeinsam dann zusammen. Und dann ist mir auch die Idee gekommen zu diesem Film, dass ich eben auch einige Leute, die wir auf dem Track getroffen haben, auch befragen können. Und ich dachte, okay, wir müssen jetzt dann schon langsam wieder zurück nach Kathmandu. Wir sind dann von Bokhara 7,5 Stunden mit dem Bus wieder quer durch Nepal Richtung Kathmandu gefahren. Wir sind am Abend wieder in Kathmandu angekommen. In Kathmandu wollten wir wieder zum gleichen Hotel, zum Tibet Guesthouse. Wieder zu unserem gleichen Zimmer und wieder auf die gleiche
Terrasse und aufs gleiche Rooftop. Aber wir haben genau das gleiche Zimmer bekommen, Zimmer 225. Und wir haben diesen ganzen Trip eigentlich dann am letzten Tag wieder mit einem Bier auf unseren Rooftop ausklingen lassen. Ja, und jetzt endet halt der Trip. The Annapurna Circuit is different every day. Three words. I'm gonna take three words, but it's different every day. Yeah, yeah. That's what it is. Ganzen war's traumhaft schön. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr auf meinen anderen Track. For me, I would say the mountains of Annapurna are sacred, and that it is the first time that I felt like I step in a sacred place. When people join together for a difficult task, that it makes you join into a kind of brotherhood. When people pass through difficult times or through big experiences or through painful situations or through big situations, it joins you together into a kind of brotherhood, or it makes you understand it in some level. Es war einfach ein wunderschöner Track, dass man die unberührten Mountain, halt die unberührten Berge rundherum sieht, und das eigentlich für jeden schaffbar ist, wenn man es machen will. Wenn man zuhört, dann schafft man es halt. Wenn man den Track sieht und wenn man selber geht, wenn man den selber erreicht, man weiß, man ist auf der anderen Seite der Welt eigentlich, irgendwo mitten in Nepal, auf den Bergen. Das ist einfach ein komplett eigenartiges Gefühl, ein schönes Gefühl. Ein bisschen beängstigend, weil man mitten auf den Bergen ist, auf 5400 Meter. Aber es ist einfach wahnsinnig geil, weil rundherum einfach alles so schön ausschaut.